Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie kümmern wir uns um Lösungen zu Prüfungsfragen. Diese Prüfungsfragen sind oft handlungsorientiert, das heißt, wir sind in der Produktion eines Unternehmens und wir haben in der Produktion Folgendes vor. Das Unternehmen hat Folgendes vor. Es will die Stammbelegschaft reduzieren und das Ganze über Zeitarbeit, auch genannt Leiharbeiter, kompensieren. Stammbelegschaft reduzieren, mehr Zeitarbeit einsetzen. Und gefragt ist jetzt hier, als Folge dieser erhöhten Zeitarbeit soll man mögliche Schwierigkeiten nennen, die auftreten könnten. Nun, zunächst einmal, wenn es heißt in der Prüfung, nennen Sie mögliche Schwierigkeiten, heißt es für Sie, schreiben Sie, was Sie wollen, nur schreiben Sie was. Denn mögliche Schwierigkeiten ist all das, was nicht völlig absurd ist. Das nächste, was Sie brauchen, ist ein bisschen Vorstellungskraft. Die meisten stehen dann vor solchen Aufgaben wie der Ochs vorm Berg und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nun, stellen Sie sich die Situation vor. Stammbelegschaft geht, Zeitarbeit kommt. Was haben die Zeitarbeiter? Nun, sie haben definitiv keine besonders gute Kenntnis vom Unternehmen, vom Abläufen, vom Produkt. Zu welcher Schwierigkeit kann das führen? Qualität. Die Qualität geht möglicherweise runter. Dann sind das neue Menschen. Welche Probleme treten auf, wenn in eine bestehende Gruppe neue Menschen reinkommen? Nun, es entstehen Integrationsprobleme. Wenn Sie sagen, ja, bei uns war das aber nicht so, hier ist es doch gefragt nach möglichen Schwierigkeiten. Mögliche Schwierigkeiten. Und haben Sie mal erlebt, dass neue Menschen in eine bestehende Gruppe reingekommen sind und dass es Schwierigkeiten gegeben hat? Natürlich haben Sie das mal erlebt. Also Integrationsprobleme wäre das Zweite, was man nennen könnte. Dann könnte in der Folge im Prinzip, ja, könnte das Betriebsklima sozusagen runtergehen. Das Betriebsklima könnte leiden. Ja, und noch viele andere Dinge könnte man hier nennen. Es kann sein, dass hier ein Ausbildungsgefälle ist, dass die Zeitarbeiter den Kenntnisstand nicht haben. Ja, das heißt also auch, die Qualität sinkt, aber auch der Ausbildungsstand der Zeitarbeiter. Ich notiere das hier nochmal. Ausbildungsstand. Ausbildungsstand schlecht. Ja, der Ausbildungsstand der Zeitarbeiter ist schlecht. Das wiederum führt zu dem Problem, dass wir umfangreiche Schulungen machen müssen. Ja, Training on the job wahrscheinlich, die Leute anleiten, einarbeiten in der Produktion. Das wiederum führt zu Kostenproblemen. Wiederum kann diese ganze Geschichte hier, wenn der Ausbildungsstand schlecht ist und die Qualität schlecht ist, zu Motivationsproblemen führen. Motivation geht runter. Ja, was will ich Ihnen hier zeigen? Ich will Ihnen hier zeigen, wenn Sie einmal den Faden gefunden haben, dann schreiben Sie. Nur fangen Sie an zu schreiben. Schauen Sie, wie ich es hier mache. Ich nehme die Stichworte aus der Aufgabenstellung raus. Ich fange schon hier oben an zu schreiben, obwohl es da gar nicht um die Lösung geht. Das hier oben ist die Aufgabe. Ich schreibe mir die Aufgabe stichwortartig raus. Es geht um die Produktion, die Belegschaft wird reduziert, die Zeitarbeit wird erhöht. Damit habe ich schon drei Worte geschrieben. Dann fokussiere ich hier auf die Aufgabenstellung. Was ist wirklich gefragt? Das steht in der Aufgabenstellung, dort wo der Buchstabe ist und die Punktzahl. Da steht A und da steht am Rand dann, steht dann da 7P. Ja, da ist die Aufgabenstellung. Das schreibe ich mir auch auf. Dann mache ich mir hier eine Struktur der Lösung. Ja, wenn dort steht, nennen Sie drei Probleme, mache ich mir hier drei Striche. Wenn dort steht, erläutern Sie drei Probleme, weiß ich, ich muss hier mehr Text schreiben. Ich schreibe ganze Sätze. Ja, so geht man daran. Wenn Sie mehr darüber lernen wollen, wenn Sie solche Lernhilfen für sich einsetzen wollen, dann klicken Sie jetzt unter dem Video auf www.spaßleindenk-shop.de. Machen Sie es unbedingt. Ich bekomme fast jeden Tag Mails von verzweifelten Menschen, die sagen, hätte ich sie doch mal früher entdeckt. Alles Gute, Marius Ebert.